Hey, wir sind live. Jetzt machen wir einen Schwenker. Wer sitzt denn da? Also muss man so machen. Warum? Das ist auch gleich, klar. Ja, genau. Gleichwerbung. 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 Jetzt haben wir ein großes Problem, weil wir haben ein paar Bazooka bekommen, was natürlich nicht von mir ist. Die große Konkurrenz aus dem Mobberland. Ich bin natürlich für falscher Wasser. Birgit, wie konntest du nur Das einen falsche so Fass aufgemacht. politische Fehler zu machen? Rezüns, das ist Blocherland. Oh, das war jetzt auch total Ich gucke noch mal nach, wie sich das verhält. Ich falsch. dachte nur, es passt gut wegen dem Horn. Also, was ich jetzt versuche, ist Kurt Schmid zu suchen. Kurt Schmid kommt nämlich gar nicht. Der Herr Medienprofessor weigert sich, aber ich bestrafe ihn jetzt mit einem Anruf, weil er. Traditionell erfrischend, du hast recht. Natürlich und auch mit Geschmack. Kommt aus Graubünden. Na klar. Ja, natürlich. Und dann Herbert. Soll ich dir die Geschichte noch vorlesen? Fängt 1797 an. Okay. Du willst mich einfach plagen. Ich bin für Walserwasser. Oh. Also wir wollen über Zwingli-Film reden. Und jetzt habe ich Herbert dazu genommen. Da ist jetzt ein Zuschauer wird angemeldet. Also wer jetzt mit dazukommen wollte. Über Zwingli-Film reden, über Zwingli aus historischer Sicht mit Birgit und Herbert Lippenberger und so, von dem bräuchte ich jetzt eine E-Mail an. Hallo. SMS at DFDU. Die Form der Unruhe. Or, aha, nein, eigentlich habe ich. Ja, ist egal. Ich glaube, ich komme jetzt dann mit hello at wikidienstag.ch. Hello oder hallo? Deutsch. Hoi. 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 Genau. Hoi. Wenn schon, denn schon. Hoi at wikidienstag. Es kommt eh alles ans gleiche Ort im Moment noch. Hoi. Also jetzt müsste ich das noch seitenverkehrt schreiben. Das geht natürlich jetzt nicht, aber es ist hoi, wirklich. Also gut, ich brauche auf jeden Fall eine E-Mail. Und Kommentare beobachten wir nicht. Oder schon? Auf jeden Fall ich nicht. Ich weiß nicht, was Birgit dann macht. Also jetzt müssen wir trage ich. Da ist. So. Also jetzt warten wir mal schnell, ob Herbert das schafft, abzunehmen. Und läutet es, Kurt Schmid. Und dann, ich glaube, Herbert habe ich auf WhatsApp gehabt. Dieses Zusammensuchen läutet es, Herbert. Das ist eine Bluewin-Adresse. Da bin ich ja gespannt, ob das geht. Ja. Also du hast Zwingli-Film noch nicht gesehen. Nein, nächste Woche. Es ist sowieso viel besser, wenn man. Wo wird es eigentlich jetzt übertragen? Ah, das Ja. könnte ich jetzt auch noch machen. Stimmt, links, links. Ich twittere es mal. Hä? Oder willst du es lieber Ja, du auf kannst auch gerne twittern, ja. Twitter? Tschabu.
geschaffen. Live mit Birgit. Und jetzt siehst du, jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt es wieder. Mit außerordentlichen Charakterfamilien? Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hatten drei super gute Zusagen und dann hat der eine, den wir zusagen wollten, hat wieder abgesagt und den anderen beiden haben sie aber schon abgesagt. Oh. Das ist natürlich sehr ungeschickt. Und jetzt haben wir wieder niemanden. Aber gleichzeitig fände ich es ja immer noch cool, wenn Wikimedia Schweiz kommen würde. Und dann würden wir hier so einen Makerspace oder irgendwie sowas installieren. Das wäre ja irgendwie super cool, ne? Konstellieren heißt es ja. Konstellieren heißt es. Verwirrt. Verwirrt. Hallo. Kurt meldet sich, glaube ich, gar nicht. Muss ich den Ton abstellen? Genau. Ja, aber das ist natürlich gut, wenn du die Kommentare beobachtest. Ja. Finde ich super. Aber hier ist, gibt er einen Text an. Ich will jetzt mal gucken. Oh. Was? Soll ich Herbert mal anrufen? Wie kriegt man diese Rentner? Herbert, hoi. Wir sind live. Kommst du dazu? Hast du, aber der Rechner läuft. Ja, aber du hast ja parallel. Darf ich mal auf laut sprechen machen? Dann nimmt das aber schon alles auf, gell? So. Also gut. Also die Birgit ist auch noch da. Also gut, du hast jetzt den Rechner offen, oder? Ja, ja. Und hast du Chrome-Browser? Auf dem Rechner nicht, nein. Doch, habe ich, ja klar. Mach den mal auf. Die Website ist nicht erreichbar. Was? Die Website ist nicht erreichbar. Ja, das ist ja gut. Aber du hast den Browser jetzt offen, oder? Ja, ich habe ihn offen. Und dann schicke ich dir jetzt wieder eine Einladung und dann sollte es eigentlich läuten bei dir. Also hier jetzt am Laptop dann, ja? Ja. Ja gut, mach das mal, ja. Also ich komme jetzt auf die Bluewin-Adresse, aber da macht es im Moment gerade gar nichts bei dir, hä? Nee, natürlich nicht. Da hört man nichts. Na gut, ich meine, das andere ist natürlich, wir reden einfach so, das geht doch auch, oder? Ja, das finde ich auch, ja klar, also damit habe ich gar kein Problem. Es wäre einfach schön. Komm, wir versuchen noch einmal, Herbert, wen könnte ich noch? Soll ich mal noch die Gymnasiumsadresse probieren? Ja, das könnte schon mal, ja. Das könnte. Mein Regelgymnasium. Mal schauen, das käme ja dann auch zu dir, oder? Ja, ja. Komm, das machen wir jetzt noch. Und sonst hören wir dann auf. Ja, richtig. Es kommt nicht, hä? Ja, kommt nichts. Also gut. Okay, hören wir auf. Hören wir auf, ja. Okay. Aber was du natürlich machen kannst, ist, wenn du jetzt warte mal, das könnte ich dir da schicken, den Link. Ich schicke dir noch schnell den Link, dann kannst du wenigstens zu uns reinschauen. Dann kannst du auf, dann hast du YouTube, Herbert. Da kommt da gerade was, Google Hangouts, ja. I'm coming, meet you for call. Ho, hast du jetzt bekommen? Oh. Ja, habe ich gerade bekommen, als Gymnasium. Ja. Oh, klick mal drauf, geht das nicht? Habe ich, ja.
Videoanruf, was muss ich, Nachricht. Ja, genau, das ist es. Was muss ich jetzt aktivieren? Telefonanruf, Nachricht oder Videoanruf? Videoanruf. Das ist ja super. Ja, da kommen jetzt lauter Konten. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Das musst du vielleicht einfach einmal machen. Und dann ist es aktiviert. Und das Schöne ist, ich kann dir das dann später zeigen, das Schöne ist eben zum Beispiel auch, dass du, dass man Video, also dass die Bildschirme teilen kann, einander Sachen zeigen. Ja, ja, klar. Das ist wirklich sehr gut. Ja, ja. Gut, jetzt im Moment sehe ich noch nichts von dir, gell? Aber hast du ja gesagt? Also du hast ja, ja, angenommen, Videocall? Ja, ja, habe ich, ja. Ja, okay. Also, das Lustige war ja diese Woche, dass ich länger mit Bashar geredet habe. Dann diese Rückkehr von Rebell TV finde ich ganz, ganz witzig. Und jetzt kommt plötzlich der Hofhistoriker zurück. Genau, wenn auch noch nicht mit Bild. Doch, jetzt kommt irgendwas. Aber nee, das ist ein Bild. Ein anderes. Nee. Also ich bin noch nicht drin. Also man könnte nur mit der Stimme hören. Aber ist egal, oder? Ist egal, für mich ist das egal. Ja. Also gut, ich gehe jetzt mal schnell auf diese Wiki-Unterseite und ich habe ein paar Fragen notiert. Also ich würde, also eine Frage, eigentlich wollte ja, also Kurt wollte ja, dass ich zu ihm runterkomme. Der will ja da diesen Salon machen, ich glaube, immer letzter Donnerstag im Monat. Aber er will dann eben doch ganz analog sein, nennt er das. Ja, ja, klar. Und wir arbeiten natürlich an was anderem. Genau. Und auf jeden Fall haben wir dann so die Frage gemacht, ermöglichen neue Medien eine nächste Beantwortung von die soziale Frage? Also das wäre so ein Metathema gewesen. Und vielleicht können wir auf diese Frage kommen, wenn wir über diesen Zwingli-Film reden. Und da hätte ich natürlich an dich konkret die Frage, kannst du uns noch einmal so einen Zugang bauen zu Zwingli? Also wer war dieser Zwingli? Wie würdest du das als Historiker angehen? Wie ordnest du diese Figur ein in der Schweiz, europäisch, weiß der Geier was? Ein zweiter Themenkomplex hätte ich darin gesehen, so in der Filmkritik kam jetzt immer wieder, das ist ein historisch korrekter Film. Und ich denke immer, oh Gott, wie kann denn ein Film schon vom Medium her korrekt sein? Und was meinen die denn mit historisch korrekt? Und so? Also das fände ich lustig, mit dir natürlich über diese Medienkomponente zu reden. Die dritte Geschichte ist, der Zwingli-Film wird ja stark auf Schulen ausgerichtet. Hat ein riesiges Begleitprogramm an Schulen und da hätte es mich interessiert, hast du das jetzt vom Gymnasium her schon irgendwie mitbekommen? Ist da was gekommen? Aber kann ich noch, das passt da ja alles zum die gesamte Film, Vermarktung, Orientierung, genau. Wie ich das so wahrnehme. Das ist ja auch ganz gezielt ein Schulfilm eigentlich und ist ja, ja genau. Bereits schon ein großes Problem von dem Film. Ja. Genau. Und der vierte Punkt, der letzte, wäre bei mir noch, ich habe ja so ein Lösungsblatt entwickelt, wo ich dann gesagt habe, weil es ja eben ein Schulfilm ist, das ist eine Parabel, habe ich behauptet. Und ich habe dann so ein Lösungsblatt. Also das sind meine vier Punkte. Also wenn du, und im Hintergrund eben so diese Frage von die soziale Frage. Und die Birgit schreit einfach dazwischen, wenn sie was sagen will. Aber sonst würde ich sagen, Herbert, leg mal los. Hast du Lust? Ja, zum Zwingli selber jetzt erstmal. Ja, wie du willst. Ganz egal was. Ist es okay? Ja, das kann ich schon mal. Also der Huldrych Zwingli steht eigentlich in einer Epoche, die der Übergang von der Renaissance in die sogenannte frühe Neuzeit. Man muss sich klar machen, damals wurde gerade Amerika entdeckt. Es entstehen riesige neue Warenmärkte. Europa wird vollkommen vom Alpenraum, der bis dahin sehr, sehr wichtig war, eben mit dem
Zugang zum Mittelmeer, wird jetzt dreht sich rüber zum Atlantik. Es entstehen ganz neue geopolitische Achsen. Und eigentlich ist die Eidgenossenschaft ein Zweckbündnis verschiedener, ja, kommunaler Kleinräume eigentlich, ist auf dem Höhepunkt ihrer politischen Expansion. Sie wird in der europäischen Großwetterlage wahrgenommen, aber eigentlich sehr, sehr klassisch als militärische Potenz, als Fähigkeit, auch mit denen dann die jeweiligen Herrschenden auch das Blatt wenden können. Stichwort war dann der Höhepunkt und wieder Niedergang Marignano, die gesamten Expansionen runter nach Oberitalien, an denen ja auch Zwingli dann als noch relativ junger Feldprediger beteiligt war. Ja. Also ich sehe erstens mal Zwingli in allererster Linie mal als irgendwie schon, da bin ich begeistert von ihm, als genialen Zeitgenossen. Also wenn man mal das Obertockenburg ansieht, wo er herkommt, klar, er war in einer privilegierten Familie aufgewachsen, das muss mir auch mal klar sein, aber er war schreibfähig, hat Latein gelernt und so weiter, aber insgesamt gesehen war er auch, das Spannendste an ihm ist seine Zeitgenossenschaft. Er war in Marignano dabei. Er war, also ist aus diesem sehr kleinen Tockenburg, ich kenne sogar auch Krienau, da war er auch mal, das ist eine kleine Stille, ist ein kleines Ortlein, hochromantisch, hinter Wattwil, so ein Dorf, so eine kleine Stichhochfarm. Also es sind auch so, solche Dinge, er hat die Welt im Kleinen als einen Großen der damaligen Zeit wahrgenommen. Und kommt dann über Umwege eben in diesen Reformationsstrudel rein, der, das heißt, das ist auch die Kritik schon an dem Film, der schon eigentlich auch aus der gesamteuropäischen Situation kommt und der sicher ausgelöst wird durch die Auseinandersetzungen von Luther, aber nicht von Luther. Also die ganzen oberdeutschen Städte haben ja dann auch über ihre Stadt Reformatoren gehabt und es gab ganz viele regionale Reformationsbewegungen. Zwingli ist sicher die erfolgreichste regionale, lokale Reformationsbewegung. Ja. Luther steht genau fürs Gegenteil. Er wurde praktisch eingeparkt von diesen schon großen Mittelstaaten, dem Kurfürst von Sachsen. Das waren ja wirkliche Machtträger der damaligen Zeit, die aufstrebend waren. Der Kurfürst von Sachsen war übrigens, der da Luther unterstützte, das war ein Snob, der hat eine riesige Reliquiensammlung gehabt, der hat wohl Luther auch selber gar nicht persönlich getroffen, der hat sie den so gehalten, wenn sie sonst eine Reliquie hält, hat es den auf der Wartburg halt gut betreuen lassen und so weiter. Und Zwingli stand mittendrin. Zwingli ist dann wirklich in die Stadt Zürich rein, ist dann aber in eine alte Zürcher Tradition eingestoßen, nämlich die Stadt, ja, der Stadttyrann ist, möchte ich schon sagen, wie der Waldheim früher, ich hoffe, ich sage es oder Waldheim, dieser frühere Bürgermeister. Also er hat dann eigentlich auf die Zürcher Verhältnisse sehr stark praktisch für sich rekurrieren können. Zürich war eine Zunftstadt und hat damit auch die Polaritäten der Stadt für sich genutzt. Ja. Und eigentlich auch das Loskommen wollen vom Bischof von Konstanz, der schon relativ angesägt war in seiner machtpolitischen Position. Ja. Ja, was er vorher schon im Fall war mit dem Innerschweizer, na, wie heißt er, dem Bruder Klaus. Da hat er der Konstanzer Bischof auch schon eine schwache Figur gezeigt. Ja. Mit der ganzen Auseinandersetzung Bruder Klaus. Und in diesem Konglomerat sehe ich Zwingli. Ja. Also ich sehe ihn als Zeitgenoss, ich sehe ihn als theologischen Reisläufer, ich sehe ihn als... Was ist ein Reisläufer? Mann, der sich als theologischen Reisläufer. Was ist ein Reisläufer? Die reisenden Läufer sind die Schweizer Söldner. Aha, das okay. Das hat nichts mit Reis zu tun. Das hat mit Reise zu tun. Reisen zu tun. Ja. Ja, okay. Und er kommt dann eben in diese Gemengelage, das ist diese hochspannenden Stadt Zürich, die wirklich auch aufstrebend war, aber deren Ende so langsam auch kommt, weil eben der ganze Handel jetzt nach Westen rüberzieht, eben auch nach Flandern rein. Zürich war da wirklich dann auch abgelegen und das ist ja auch so, der ganze Raum hier, dieser alpine Raum, der bleibt dann eigentlich stehen bis ins 19. Jahrhundert. Ja, das sieht man auch in den Stadtentwicklungen und so weiter. Und jetzt war noch mal so die letzte Phase, der Sattelpunkt dieser Entwicklung, der den Zwingli irgendwie für mich auch zeigt. Und er hat dann natürlich, das habe ich dann schon vorher, hat sich dann eigentlich massiv politisieren lassen. Und sein gröbster Fehler war dann auch sein Ende, dass er sich in die militärische Auseinandersetzung mit Innerschweizern eingeschaltet hat, dass er das Blödste machen konnte mit den wirklich militärisch hochversierten und damals auch einer der stärksten Kräfte, die es gab, so in diesem kleinen Raum sich einließ, was ihn da einführt, kann man sich fragen. Ja. Und dann, der Rest ist bekannt, ist Geschichte. Ja. Das erste Mal war ja nochmal eine Vermittlung möglich, aber dann beim zweiten Zug nicht mehr. Und wieso er das überhaupt
in dieser Form gebracht hat, das ist, verstört, da kann ich nicht hineinsehen, das misshakt noch. Aber die Kritik an dem Film ist ja auch die, dass man sagt, dass der ist viel zu sauber, viel zu ordentlich, der Zwingli, der selbst Zwingli war ein viel mittelalterlicherer Mann, er war auch, ja, seine Frau war wohl auch eine Prostituierte zuerst, also sie, das Ganze ist viel zu schön geklettelt, viel zu gebützelt, ja. Ich finde das Tolle an Zwingli auch, dass er wirklich ein Land vom Mann war, ein Land, ein Bürger, wenn man überhaupt noch davon reden darf, und nicht so ein Adelsknecht, wie so brutal zu sagen, wie der Luther das war, ja. Und da finde ich ein ganz, ganz großes Punkt, das hätte so ein Film auch besser zeigen müssen, auch, er hätte mir rausziehen müssen, es ist ein Zürcher Stadtfilm, es ist eigentlich ein uralter Lehrfilm, der so Bilder aus der Zürcher Reformation zeigt, sehr stark mit dem Lokalpatriotismus behaftet und der nicht diese globalen Achsen da aufgreift, die es damals ergab. Dann das Schlimmste in Zwingli war dann, dass sich mit den Wiedertäufern total überworfen hat. Das hat ja selbst der Keller, der Gottfried Keller noch besser in seinem Roman oder in der Novelle Ursula beschrieben, diese Auseinandersetzung mit den Wiedertäufern im Zürcher Oberland. Da war er dann vollkommen vernagelt und dann nur noch militärisch drauf. Da gab es ja ganz widerliche, richtige Massaker. Ja. Und all diese Bereiche, die Leute der Film die leuchtet der Film in keiner Weise aus. Also da bleibt ja ein braver, biederer Schulfilm, der eben auch gerade mit dem schmutzigen Mittelalter, mit dem aber auch sehr sinnlichen Mittelalter sehr, sehr schüchtern und hey, warte mal. Oh, Entschuldigung, ja. Genau, das war gerade meine Stimme, ja. Ja, genau. Nee, ich habe nur gerade den Link gemacht zu Ursula Gottfried Keller. Ja, genau. Aber sag mal, mach noch den Link zu den Medien, also nicht nur Amerika wurde entdeckt, auch die Buchdruckerei wurde gerade entdeckt. Ja gut, die war ja schon früher. Man muss ja sagen, die Buchdruckerei, das ist ja so eine moderne Achse im Internet. Aber das ist natürlich eine viel, viel längere Achse. Wobei, die sehe ich ja auch im Internet. So, das Internet hat ja den Vorläufer. Das ist das Telefon, das ist die Kinematografie, die schon 1895 entwickelt wurde. Also das Internet hat ja eine Tiefe, die 100 Jahre und länger noch zurückgeht, also eigentlich aus dem Telegraph schon, zur Depeschentechnik des 19. Jahrhunderts. Und wenn man das jetzt Ganze zusammenfasst, jetzt zurück auf den Zwingli geht, also der Zwingli sicherlich, er setzt auf den Buch, er braucht den Buchdruck, also die Flugschriften und so weiter, aber ich finde das, und auch selber seine Bildung war ich auch in dem Sinne dann eine Bildung, die sich auch ganz stark, also er war an keiner also größeren Hochschule, also er musste sich wirklich über das Printmedium auch selber bilden, autodidaktisch zum Teil auch bilden. Ja. Aber was mir beim Zwingli also sozusagen wiederum fehlt, das ist ja das, dass er dann halt doch in dieser Zürcher Abgeschiedenheit vorher schon zu wenig Kontakt hat zu den europäischen, ja, also Denkraum. Also er hat zum Beispiel keinen Kontakt gehabt zu einem der wichtigsten Figuren, der ja prompt auch in der Schweiz beerdigt ist, weil die Stadt verlassen musste, weil er eben nicht sich reformieren wollte oder überlaufen wollte. Das ist dann für mich der wichtige Erasmus von Rotterdam. Ja. Erasmus von Rotterdam in Basel, der die Stadt sogar verlassen musste, an den Freiburg im Breisgau stirbt, aber heute eben in Basel dann noch beerdigt wurde. Das ist für mich eigentlich diese Jahrhundertgestalt, an der sich Luther und Zwingli und all diese anderen Leute, und an den kommt eigentlich, der wollte auch den Glaubenskrieg verhindern, der wollte eine moderate Reformation des Glaubens, eine stimmige, er wollte ja einen anderen katholischen Glauben. Und er hat auch das vorausgesehen, was dann geschieht, diese riesige Gewaltpotenziale, weil das ist ja beim Zwingli auch, da läuft ja im Zeitraffer, laufen ja da die konfessionellen Bürgerkriege, die bis ins 18. Jahrhundert hineingehen, die laufen beim Zwingli ja im Zeitraffer. Nebenbei in der Schweiz haben wir beinahe dieselben Schlachtplätze, die dann bis zum Sonderbundskrieg gehen und den Freischarenzügen, wo immer es auch der Keller damit dabei ist, im 19. Jahrhundert. Ja, also das ist diese konfessionelle Spaltung, die auch die Schweizer ums Herz zerrissen hätte, die wird bei Zwingli alles frei losgetreten. Aber irgendwo tut er mir auch leid, er war auch sehr alleine. Er hat sich dann auch mit kritisch, also er hat sich dann auch zu wenig verbunden und hat sich dann auch sehr stark auf seinen Machterhalt, auf die militärische, auf die auch politische Stärke der Stadt Zürich da verlassen und der Reichsstadt Zürich. Und das ist natürlich für mich auch ein Fehler gewesen. Da hat er sich in die falsche Richtung politisieren lassen. Luther war für mich noch erbärmlicher. Er hat sich einfach dann so zum Fürstenschreiber machen lassen. Das ist ja noch furchtbar. Und hat dann sein Bier getrunken und seine Familie großgebracht und so weiter. Hat eigentlich schon im Leben an seinem Opus gearbeitet von seinen spätesten Jahren, wo er dann antisemitisch
Spur gar nicht zu reden. Diese Achse, die kenne ich bei Zwingli nicht, aber ich glaube, bei Zwingli gibt es sowas gar nicht. Ja. Also ohne jetzt gleich wieder ganz hoch zu ziehen. Ja. Also du merkst, ich bin von Zwingli schon sehr begeistert. Er ist eine wichtige Figur für die Schweizer Geschichte. Aber es müsste wirklich ganz, ganz anders an ihn rangehen. Da bin ich mir seit dem Film sogar, das fällt mir wie Schuppen von den Augen, wie wichtig er eigentlich ist und dass man ihn so eigentlich behandeln sollte. Ja. Das ist sehr bieder, sehr brav. Es gibt da diverse Kritiken, die sehr ähnliches sagen. Ja. Ja, genau. Auf die mich zum Teil auch beziehen. Also ja. was siehst du denn, was sind denn die Treiber oder welche Interessen gab es denn, diesen jungen Autodidakten in die Stadt zu holen und diese andere Leseform der Bibel einzuführen? Also dass man dieses Bahnenlesen, wie es offenbar genannt wurde, eingeführt, dass man diese Übersetzung ins Deutsche machte. Was ist denn das für eine Energie oder wer hat denn das? Die war schon da und die war vor allem in diesen Reichsstädten da. Also ich bin ja selber sehr reichsstädtisch geprägt und meine Herkunft aus Ravensburg. Und übrigens der wichtigste Stadtschreiber von Zwingli war ja auch in Ravensburg, das ist auch noch lustig. Echt? Ja. Diese Reichsstädte waren miteinander eng verknüpft. Ja. Die hatten ja dann auch alle ihre reichsstädtischen Reformatoren und so. Und das ist überhaupt das Phänomen der Reichsstädte. Klingt ein bisschen doof, gerade die Schweizer Ohren, aber Reichsstädte heißt, hat nichts mit Reich zu tun. Das waren eben freie Städte, Stadtrepubliken, heißen eben unten dann halt Reichsstädte, weil sie eben unter kaiserlichem Schutz standen. Und auch das kaiserlichen Wappen, wie oft hat. Ja gut, und Zwingli hat genau diese Freiheit, diese städtische Freiheit, der damals einer der mächtigsten Städte genützt. Also die Basel war nochmal viel anders, auch universitärer, war dann auch mit dem Rheingraben, Straßburg und so weiter noch ganz anders orientiert, also akademischer. Aber sozusagen eher so diese bürgerliche Bildungsorientierung, der kam Zwingli sehr gut gelegen. Also das hat gut gepasst. Zudem noch seine Erfahrung als Schweizer, als theologischer Reisläufer, als Begleiter der Schweizer Heerhaufen. Das hat ihm dann auch ein Stück weit den regionalen Zugang verschafft. Ja. Ja. Das denke ich, deshalb hat auch in das Milieu so gut reingepasst. Ja. Ich finde es sehr spannend, ist da in dieser Zeit mal Basel mit Zürich zu vergleichen, wo das alles eigentlich ziemlich anders verläuft, obwohl es am Ende dann beides reformierte Städte werden. Ja. Ja, das wäre mal für mich so. Also des Weiteren müsste man sich da noch mehr in Zwingli reinarbeiten. Also ich kenne halt da diverse Leute, die das schon relativ viel gemacht haben. Ja. Sein Nachfolger dann ist eigentlich auch sehr wichtig, der das Ganze dann auch versucht ja auch wieder zu befrieden. Der hat, zum Teil ist es ihm ja auch gelungen, Der Bullinger, also das ist dann, den darf man nicht unterschätzen. Ja. Also der fügt vieles zusammen, was Zwingli eigentlich ums Herz zerrissen hätte. Ja. Ja, aber was jetzt nochmal kurz für den regionalen Telefonie Bodensee, also Zwinglis Tod hat eigentlich ganz viel auch zerstört. Zwingli hätte mit Sicherheit der Stadt Konstanz, die ja auch reformiert war, auch eine Reichsstadt war, eine Bischofsstadt, hätte er geholfen bei den Auseinandersetzungen im Schmalkaldischen Krieg. Und deshalb wäre Konstanz sicherlich nicht so furchtbar von den Spaniern besetzt worden, im Auftrag des Kaisers. Und wahrscheinlich wäre Konstanz in diese Region hier dann wohl doch in die Eidgenossenschaft gerückt. Also das denke ich, aber durch Zwinglis Tod war dieser Weg weg. Ja. Das hat schon eine größere Wirkung noch. Lustigerweise ist der Film ja prompt in Stein am Rhein gedreht worden. Ja. Also so keiner zu Teil, aber auch nicht. Ja. Ja. Ist ja die Kulisse von Stein, wo das in den Film benutzt. Ja, ja. Ja, das ist so der erste Sprengsel. Gell? Ja, nee, ist super. Toll, dass das ins Gespräch kommt. Und ja, das finde ich schon auch wichtig. Ja. Wobei ich finde den Film sehr bieder. Und jetzt kommt es zu meiner Haltung. Also mit Maturanten in dem Alter kann ich diesen Film so nicht anschauen. Das ist beinahe, ich sage es jetzt mal ein bisschen auch gar nicht, brutal Zeitvergeudung. Ja. Also das ist du hast ihn schon gesehen? Nee, ich habe Ausschnitte gesehen, ich habe viele Kritiken gelesen, ich selber werde ihn natürlich anschauen, aber was ich bisher wahrgenommen habe, ist der Film, wenn dann, ich finde, im Religionsunterricht, gerade Konfi-Unterricht und so, da mag er gut sein, er führt auch mal wieder die Schweizer Reformation stärker aus, das ist alles gut, aber eben, ich finde, nee, das gab auch einige, die sich lustig gemacht haben, jetzt nach dem Luther kommt wieder gut schweizerisch in der zweiten Ecke, auf dem zweiten Protestlied darf jetzt Zwingli gestellt werden, ja. Muss man auch mal sehen. Ja. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ja. Also ich werde ihn mit meinen Schülern nicht besuchen, nein. Also selber muss ich ihn unbedingt anschauen, ist klar.
aber ich beziehe mich auf ganz viele Kritiken. Ich habe jetzt sicherlich das meiste gelesen hier in der Schweizer Presse und habe ein paar Auszüge gesehen. Und ja, er ist mir auch zu kostümhaft. Gell? Also in den 70er Jahren, gerade auch Alexander Kluge und so Leute, die haben einen ganz anderen Zugang gehabt zu so historischen Themen. Ja? Man müsste ihn, hätten ihn nie so naturalistisch. Also der Film liegt ja auch diesem naturalistischen Schauen. Ja? Also wie man Schlachten nachstellt, wie man irgendwelches einfach sich im Kostümrausch ergeht. Das ist irgendwo halt auch in dem Film drin. Das ist, finde ich, also, wenn ich das so anschaue. Ja. Also gut. Also, und wenn dann die Filmkritiker sagen, historisch korrekter Film, was meinen Sie dann damit? Oder ist das für dich eigentlich auch Das habe ich auch gelesen. Also, dass er wirklich, dass nichts, was er sagt, ist nicht überliefert. Also, er läuft ganz, ganz brav in der Spur der Überlieferung, dass man ja keinen Vorwurf machen kann. Hier wurde irgendwie Eigeninterpretationen reingebracht. Das ist nicht klar. Das ist historisch fragwürdig. Das ist ja auch der fehlende Mut des Filmemachers, würde ich auch wieder sagen. Ja. Da gehe ich wieder zu Kluge und zu so Leuten, die ja wirklich dann ihre ganz eigenen und oft auch wahnsinnig eigensinnigen Interpretationen geleistet haben zu vielen historischen Themen. Ja. Ja, eben, also jetzt mit Kluge, ich meine, er hätte ja vermutlich irgendeinen Schauspieler, also er hätte ja vermutlich eine Erasmus von Rotterdam interviewt und ihn gefragt, ja, genau, oder irgendwie sowas, oder? Ja, richtig, ja. Also das wäre ja gut, ich meine, man muss sehen, wo liegt der, wie man früher sagte, der Massengeschmack. Der Massengeschmack, ich hoffe es zumindest, also weiß ich schon, also bitte mich nicht verstehen, ich gönne dem Film ein gutes Publikum, ja. Ja. Oder ein großes Publikum, ja. Das ist es trotzdem. Aber ich finde, die gesamte Herangehensweise sehr biederfährt, sehr klassisch, kommt mir total wie die aus den 70er Jahren vor, ja. Das ist leider so, ja. Also gut, ich weiß jetzt nicht, also das wäre jetzt eigentlich schon mein dritter Punkt. Werden die Kinder den Zwingli-Film als Parabel verstehen? Ich weiß nicht, ob du meinen Versuch gesehen hast. Wie nee, das habe ich doch nicht mal. Also ich hätte ja gesagt, es ist überdeutlich, dass der Film eine Parabel ist. Er wird ganz linear erzählt, ohne Rückblenden, ohne Meta, ohne gar nichts. Es ist wirklich, das meine ich auch, ja, mit ganz naturalistisch. Gerade. Aber jetzt der Punkt ist natürlich, die erste Szene ist, du siehst, wie Zwingli in die Stadt eingezogen wird auf einem Wagen und er glotzt in diese neuen Medien, in diese Zeitung, in dieses Dokument. Es wird vielleicht suggeriert, es ist ein Text von Erasmus von Rotterdam oder irgendwie so. Und er schaut dann so links und rechts und also wie heute halt die Leute in den Zügen hocken und da in ihr Smartphone oder in ihre 20 Minuten glotzen und also so, also das ist die erste Szene. Und die zweite Szene ist, er kommt in Zürich an, springt vom Wagen und der Chorherr Hoffmann empfängt ihn da. Und das Erste, was Zwingli dann so sagt, ist dann, hast du gelesen, Erasmus hat wieder ein neues Papier gemacht, hast du es gesehen? So, also es kommt ein Nerd in die Stadt und es geht um diese neuen Medien. Und danach krempelt sich diese Stadt um. Also da sehe ich einfach ein Erzählangebot, was ich ziemlich attraktiv finde. Ja klar, also meine, das ist sicherlich, das ist für Kinder oder Jugendliche sehr wichtig zu sagen, nimm die Welt wahr, wie sie ist, und eben da in all diesen Kanälen, die wir heute haben, das finde ich, das ist gut. Das finde ich auch schön, von wie du das so sehr klar heraushebst. Das sehe ich bei Zwingli schon auch. Aber was dann ist, das stammt jetzt auch nicht nur von mir, das hat auch ein Filmkritiker geschrieben, wenn man natürlich die Welt damals, und das ist auch nur schweizerisch, oder wir hier im alpinen Raum, war da eigentlich mehrsprachig. Ja. Wir hatten italienische, französische Texte, lateinische Texte. Ja. Das war auch ein Kauderwelsch, das stammt ja sogar aus dieser Sache. Zwingli war ja auch in Oberitalien, muss ich klar sein, das war der damalige Hotspot, ja. Der kommt dann in dieses eher
nordische, eher runtergekommene Zürich. Also der hat ganz andere Städte erlebt. Ja. Und das, ich denke, das ist für mich dann schon mal so ein Thema, gut, wie kann man das in so einem Film einbauen, wieder diese Fixierung auf das Zürich natürlich, das dann deutschsprachig ist und so weiter. Aber insgesamt ist sicherlich das Medium eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber ich glaube, Zwingli war schon sehr stark mit dem Medium vertraut, weil er in sehr urbanen Regionen war. Und nochmal, der Alpenraum war damals hochurban eigentlich. Ja, und er war in Alpen. Also er hatte Zugang zu diesen verschiedenen Übersetzungen der Bibel. Ja, genau. Also, ja, richtig. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Aber du wirst dann sehen, also ich glaube, diese Kritik, die da gemacht wurde, das war, glaube ich, im Tagesanzeiger von diesem Historiker an der Universität Luzern. Das fand ich ja übrigens witzig, oder? Weil Tamedia ist ja von Hugenotten gegründet worden. Und dann rennt also der Tagesanzeiger-Journalist an eine katholische Universität und befragt dort einen Historiker. Und der Historiker, oh Überraschung, findet den Film nicht so lustig. Aber zu deinem Ding würde ich sagen, ein extrem schöner Moment wird dargestellt, wie sie da in der Kirche stehen an Stehpulten. Und sie gehen jetzt also die Bibel durch und wollen die übersetzen. Und da steht hinter jedem Pult dort der Lateiner, hier der Grieche und weiß der Geier was. Und dann beginnen sie also mit dem ersten Satz, ich glaube von Johannes oder weiß der Geier was, und versuchen, so, und dann kommt so ein alter, knorriger Mann, nein, das kann man so nicht sagen, also im Griechischen heißt das dann so und so. Und also diese Mehrsprachigkeit und dieses kollaborative Schreiben, das finde ich ein interessanter Text. Es gibt eine Lutherbibel, aber es gibt keine Zwingli-Bibel. Es ist eben ein kollaboratives Arbeiten. Ja. Das finde ich dann, eben solche Aspekte finde ich dann einfach so, so überzeichnet, hübsch. Und das ist im Film drin, ja. Das ist also im Film drin eingebaut, ja. Diese Diskussion. Also ich würde sagen, wenn ein Kind, was ständig an diesen neuen Medien hängt, in den Film geht und dann sieht, wer da etwas dagegen hat, gegen dieses Zeugs, oder? Dann habe ich wieder den Eindruck, die könnten die Parabel verstehen. Das denke ich auch, ja. Also das ist auch ziemlich, ich denke, das möchte der wahrscheinlich auch. Das ist sicherlich eine Achse, die ich in dem Film aussehe, also oder rauslese. Es war ja auch, das siehst du schon richtig, es war auch ein Epochenbruch. Also wobei es gab eben mehr Sachen. Es gab die Erfindung des Papiers, der Buchdruck, der dann immer besser wurde. Es gab dann auch, wichtig war dann auch nochmal das Postwesen, das dann sich so langsam entwickelt hat, dass die Depeschen dann schneller praktisch unauffender, nicht nur vom Adel kontrolliert, dass durch die Länder zogen, die Städte eben, dann auch wieder wie Zürich etc., wo dann auch die Nachrichten zusammentreffen. Alles das zusammen schafft dann eben diese neue Welt, also dieses auch die Fähigkeit, sich mehr mit Nachrichten zu beschäftigen. Ja. Wobei natürlich, ist, wie du ja beschrieben hast, es war eine offene Welt. Heute gucken wir eher auf einen kleinen Bildschirm, ja, das wäre dann die Frage, kann man das wirklich so vergleichen, ja, das ist dann meine Frage, ja. Sind wir uns jetzt wieder zurück, gibt es heute eher eine Introspektion als eine Öffnung, ja, allein durchs Medium, weil das Medium halt doch wieder ein Medium ist, in dem eher zurückgehend ist, die hatten ja früher riesige Wandzeitungen und so Zeug, ja. Ja, gut, aber, ich meine, wenn diese Kids, das mache ich ja selber gar nicht, aber wenn diese Kids da in 3D-Spielen rumspringen und parallel am Chatten und am Hausaufgaben durchbesprechen sind, währenddem sie in irgendwelchen Strategiespielen gehen, ich weiß nicht, ob die wirklich sich in einer kleinen Welt bewegen, auch wenn der Bildschirm nicht so groß sein mag, wie früher. Mir geht es um den Diskurs. Mir geht es nur um den, dass man praktisch im Gespräch ist. Ja. Also dass, ob das ist jetzt so wie wir gerade reden, oder das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Die Disputation, wie es damals hieß, war ja ein ganz zentrales Thema. Und wo siehst du die in der Parabel dann heute? Wo siehst du die Disputation? Ja. Hat man sich nicht wieder eher zurückgezogen? Witzigerweise feiern ja manche Leute, dass sie sagen, dank der Social-Media-Kanäle schreibt man wieder endlich mehr, ja, und so weiter. Ja. Gibt anscheinend auch schon eine bessere Rechtschreibung. Verrückt, ja. Also ja. Das ist die Frage. Verliert nicht die Sprache, ja, das ein Stück weit heute. Also waren die Leute nicht stummer, ja, ganz einfach gefragt, ja.
Ja gut, eben, also gut, aber da bin ich jetzt einfach ein Fan von Hyperlink und Verbindung und so und so. Und wenn ich Leute sehe, die ins Handy gucken, dann denke ich, die sind mit irgendjemandem im Gespräch, die sind in Kontakt, die sind in Verbindung, viel stärker, als wenn sie 20 Minuten lesen. Also gut, aber ja, ich weiß nicht, also wie... Also auf jeden Fall eine schöne Szene finde ich ja eben auch. Also die Bibel ist dann irgendwann übersetzt und jetzt wird deutlich, in der ganzen Bibel gibt es keine einzige Stelle, in welcher es eine Fastenzeit gibt. Und jetzt wird natürlich deutlich, dass wenn die Beizer, die Restaurantbesitzer, 40 Tage im Jahr ihrem Geschäft nicht nachgehen können, dann werden die natürlich plötzlich sehr schnell, sehr religiös und rufen dann auch sola scriptura, wenn es in der Bibel nicht steht, dass es eine Fastenzeit gibt, sollten wir doch unseren Braten verkaufen und unsere Würste feil bieten. Ne? Und auch das finde ich eine schöne Sache, also dass diese Parallele wieder, also du hast diese Massenmedien, die so normiert ihre Präsidenten zeigen, wie sich Präsidenten treffen und beschießen und bekämpfen und hin und her. Und plötzlich entwickelt sich daneben ein ganz anderes Umfeld von Information und und die Kinder kommen auch an diese Informationen und orientieren sich auch ganz anders, verschenken nicht ihre Zeit, zum diese Massenmedien zu kommunizieren. Ah, also ich habe wieder den Eindruck, da könnte man schon Bezüge entwickeln. Ja gut, ich muss dir nicht widersprechen, also möchte dir in keiner Weise widersprechen, ganz und gar nicht. Ich finde es einen sehr wichtigen Gedanken und ich mag nur, ich muss den Film endlich ansehen und dann auch nochmal deine Parabel da mal rein, also die da drin nochmal weiter suchen und denken. Also da sind wir uns einig, das ist ja schon lange jetzt vor diesen Zwingli und Luther-Lubien, haben wir das ja seit Jahrzehnten mal schon gesagt, dass das Internet oder überhaupt die mediale Entwicklung des 20. Jahrhunderts sehr vergleichbar ist mit der medialen Entwicklung des 15. Jahrhunderts. Ja, also da sind gewisse Parallelen da, wobei man historisch immer aufpassen muss, das dann immer 1:1 zu setzen. Das darf man nie machen. Aber es sind gewisse ähnliche auch Anstöße, Strömungen und so weiter. Ja, das finde ich schon. Ja. Aber was wir heute nicht haben, ist die Entdeckung Amerikas. Ja. Wir haben nicht auch die europäische. Also Landkarte ändert sich nicht in diesem Maße, wie wir das damals hatten. Ja, das ist alles anders. Ja, aber ich fand damals, das ist Verrückte, war die Welt viel feingliedriger und viel gebrochener und vielfältiger eigentlich als unsere heutige Welt. Ja. Ja, jede Stadt hat eine andere Kultur gehabt, hat anders gerochen, jede Stadt hat andere Traditionen gehabt. Das ging vom Essen bis in die Sexualkultur. Das ist echt verrückt, wie vielfältig die Welt damals war. Und das ist ja alles spannend, aber das kann so ein Film natürlich in ein paar Minuten ohne ihn darstellen. Ja. Aber eben nachher kam ja diese ganze der ganze Barock, also dort kam ja nachher mal diese Vielfalt kam ja zum Ausdruck dann und erst zur Entfaltung. Ja, genau. Also gut. Herbeck, hast du den Bildschirm offen? Siehst du unseren Bildschirm? Warte mal, ich glaube nicht. Ne. Ich muss mir das mal von einrichten lassen. Ich bin gerade nochmal, ich muss erst mal kurz nochmal, der Rechner ist gerade runtergegangen. Aha, okay. Nee, weil dort habe ich jetzt dieses Blatt eingeblendet, an dem habe ich jetzt gar nicht mehr weiter geschrieben. Ich fand es natürlich hübsch, dass Sennhauser das in seiner Filmbesprechung aufgenommen hat und dass er dann den Vorschlag gemacht hat, man müsste halt eben mit den Kindern Bullshit-Bingo spielen, aber du siehst es nicht. Nein, ich sehe es leider nicht. Nein. Also, weil, was ich im Grunde genommen, es ist eine einfache Tabelle. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wir haben verschiedene Figuren. Und da ist zum Beispiel dieser Huldrych Zwingli. Was hat er für eine Rolle im Film? Und was hat er sozial für eine Funktion? Und da bin ich einfach am Rumbasteln gewesen. Dann hat er gesagt, okay, der Zwingli wird als Pragmatiker dargestellt. Der Leo Jud, die Anna Reinhardt,
der Chorherr Hoffmann, der Stadtmann Reusch, die legitime Gewalt vielleicht oder so etwas, der Drucker Froschauer, das ist der Disruptor, der also Geld macht mit diesem Unterlaufen von dieser, über diese, der Felix Manz, eben der Progressive, Katharina von Zinn, so bin ich eigentlich, und Erasmus als Rotter habe ich als Intellektueller genommen, der da also im Hintergrund ganz gescheite Sachen sagt und mit diesem schmutzigen Alltag natürlich völlig nicht einverstanden ist, das müsste man und so weiter und so weiter. Und dann wäre eigentlich wie das Spiel gewesen, wer ist heute Disruptor? Ah, Google, Facebook, weiß der Geier wer. Ah, und wer sind denn diese progressiven Typen, die da so reingehen und hacken und leaken und weiß der Geier was? Und also irgendwie so. Ja, ich halte es für schwierig, weil das ist heute, ja, weil wegen Google, aber das klingt dann so banal, ja, also der Vorschau dann also zum Google zu machen, ja, das ist dann, ja, weil es gab ja auch halt mehr als nur einen Froschauer. Also ich denke, da müsste man wieder zurückzugehen in die 90er Jahre, wo es verschiedene Versuche gab, Netze aufzubauen. Und das ist alles schon wieder längstens vorbei. Wir sind eigentlich, da sind wir schon, wir sind halt auch, wir haben ein wahnsinniges Tempo unserer Zeit. Also wir sind halt schon nicht mehr in den 15, 10er, 20er Jahren bei Zwingli. Wir sind halt schon eigentlich schon wieder im 18. Jahrhundert, ja, wo große Territorialstaaten alles an sich gerissen haben und so weiter. Ja. Das, wenn man das mal so sieht, ja. Da finde ich es dann schwierig mit den Parallelisierungen. Ja. Überredet. Also, ich sage ja nur, das war dann mein Zugang, wie ich das gemacht habe mit diesem Schulfilm, mit diesem Schulfernsehen. Ich finde es natürlich lustig, dass Stefan Haupt ja ein Methodistenkind ist. Hast du das gesehen? Nein, das wusste ich nicht. Der kommt eigentlich aus diesem Kontext und das, ich finde es ganz witzig, dass er in den Interviews das auch immer wieder herausstreicht. Und, doch, das stimmt doch, ja klar. Ja. Und dann aber doch nicht darauf eingeht. Und ich sage natürlich immer, ja, eben daran sieht man natürlich seine Professionalität. Aber dass er natürlich selber aus dieser Täuferperspektive kommt, und die Täufer kommen wirklich grottenschlecht weg. Aber das finde ich eine Ja, was war? Das finde ich ganz schlecht. Das finde ich nach geradezu furchtbar. Ja. Also weil ich wusste ja nicht, ja, also obwohl ich ja jetzt wirklich nichts mit freikirchlichen Bewegungen heute zu tun habe, aber die Täufer waren was sehr Wichtiges und klar, als Thomas Münzer bewundere immer noch und dieser tolle Text von Ernst Bloch über Thomas Münzer und so, ist natürlich, du kennst ja alles die Geschichten. Aber da gibt es ja große Beziehungen zueinander zwischen Münzer und den Zürcher, also das finde ich jetzt, also verstehe ich gar nicht, ja, was das soll. Ja. Also er bringt das auch gar nicht, er bringt auch diesen Lesekreis, diesen von Kastelberg wird nie betont. Also eben noch einmal, der Film ist wirklich extrem linear, ganz vereinfachend, aber wenn ich dann sagen müsste, okay, was ist die Botschaft, was nehme ich mit, dann würde ich ihn eben so lesen, dass ich sage, die ersten zwei Szenen sagen hinter und letzten dummen Zuschauer, es geht um neue Medien und wie stellt sich danach eine Gesellschaft um und beantwortet die soziale Frage neu. Nein, das kann ich also absolut, das sehe ich genau gleich. Das ist vielleicht beinahe schon wieder zu linear, aber das lassen wir es mal. Es ist ja auch ein Film für Jugendliche. Es ist ein linearer Film. Es ist wirklich Schulfernsehen. Ja. Erzähl noch das, also wie hast du jetzt vom Gymnasium her, wie wurdest du jetzt da kontaktiert? Wie hast du das also ich wurde von unserem regionalen Kino kontaktiert, das ist ein wunderschönes Kino, das Kino Roxy. Mhm, da gibt es Schulfernsehen, ich könnte jetzt mit meiner Schule jederzeit dort reingehen mit meinen Schülern. Wir könnten da eine eigene Vorführung machen und so weiter. Also perfekt, kann man sagen, auf einem Medium Kino dann, also im Raumkino. Also nicht, dass wir es irgendwann mal bei uns vom Beamer anschauen, sondern wirklich gut projiziert in einem schönen Kino. Ja. Das wäre alles möglich, aber ich habe weder die Zeit noch ist, muss man jetzt auch mal ganz brutal sagen. Also wenn, dann würde ich eher mit einer Konformantenklasse oder dann auch wieder mit Theologen natürlich oder Geschichtsstudenten in diesen Film gehen. Ja. Mhm. Da fallen meine Kids irgendwie, die Maturanten irgendwie durch, ja. Das ist so. Seit einer macht eine Matura, arbeitet, zwingen die dann nach hier nichts für ein. Das ist logisch. Ja. Ja, genau. So. Ja, super. Gut, dann müssen wir noch gucken, dass wir das nächste Mal die Technik besser hinkriegen.
dass ich dann auch sehe, was da so läuft. Ich glaube, ich bin da einfach noch nicht angemeldet bei dem Google-Ding. Ich habe da nur, da muss man, glaube ich, bei Google irgendwie angemeldet sein. Da kommen immer diese Google. Aber das kann ich, das, da kümmere ich mich mal drum. Ja, also auf jeden Fall, sonst ist es eigentlich eine ganz, ich habe immer wieder Probleme mit Anmeldungen da schon. Aber wenn es dann mal läuft, was ich eben, also jetzt, was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, weißt du, man kann sich dann gegenseitig den Bildschirm zeigen. Ja, also, das ist echt toll. Und das ist einfach schön. Also dann kann man wirklich auch miteinander arbeiten und solche Sachen. Das sind wir jetzt da am Üben mit diesem Wikidienstag. Ja, Herbert, hey, super. Gut, du, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und mein Besuch mit Bier und so kommt ja auch noch. Oh, ja, unbedingt. Und reserviert ihr mal den 6., haben wir das schon gesagt, 6. März? Ja, das hast du mal geschickt, ja. Also wir wissen noch nicht, was wir da genau machen. Da bin ich mit Cyber Helvetia am Planen. Da gibt es noch eben diese, über diese Zünfte haben wir nicht mehr geredet, da müssen wir dann noch einmal reingehen. Weil diese Zünfte haben dann ja eben in dieser Reformation doch jetzt auch im Film eine ganz zentrale Rolle. Ja, ja, eben klar, genau. Klar, ja. Also, und jetzt sind wir am Nachschauen, weil der Cyber Helvetia ist da irgendwo so in einer Zunft, der Spießbrater, kenne ich gar nicht. Und jetzt sind wir eben am Nachschauen, wo war diese Zunft am 6. März 1522, war die in Zürich aktiv oder nicht? Und ich hoffe natürlich, dass wir dann etwas mit diesen Spießtypen da, mit diesen Brater, Fleischbratern, dass wir dann etwas machen können. Also 6. März 2019 üben wir und dann um 6. März 2022 feiern wir dann das 500-Jahre-Jubiläum. Gut. Okay, hey, Stefan. Ganz herzlichen Dank. Mach's gut, ja. Ciao, Herbert. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Das ist der Hofhistoriker. Mein Gott, ich liebe ihn. Ich sehe gerade, es gibt ja eine Froschauer Bibel, eine Zürcher Bibel, speziell für Zürich gemacht hat. Keine Verbreitung hat sonst im deutschsprachigen Raum. Aber ich habe das, fand ich einfach so spannend, eben das oh, noch einmal, und das diese Andreas Kastelberger, ja. Das ist sicher nicht der einzige Lesekreis gewesen, aber es war einfach ein wichtiger. Und Andreas kannte ja Zwingli schon, wie er noch in Einsiedeln war. Ja. Der hat ihm also schon damals Schriften zugeschickt und so. Und dann, wie Zwingli hierher gekommen ist, waren sie da. Es ist ziemlich klar auch, dass der Brief an Thomas Münzer aus diesem Kreis gegangen ist. Ja. Und das waren immer kollaborative Schreibsysteme. Mhm. Und das finde ich ein faszinierender Gedanke. Und dann eben, es gibt diese Froschauer Bibel oder eben diese sogenannte Zürcher Bibel. Ja. Und nicht, aber in Deutschland eben, der Luther hat die Lutherbibel gemacht. Ich habe es gemacht. Eben dieses Postheroische und dieses Heroische, das finde ich einfach super gut. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, Birgit, was machen wir? Ja, weiß ich auch nicht. Wer soll ich das wissen? Wann wirst du den Film schauen? Nächste Woche. Aber ich bin jetzt eher ein bisschen abgeschreckt. Ja, ja. Schulfilm, unter Gymnasiumniveau. Ich meine, wir haben so Skizzen bisher gesehen und es ist halt so ein Historienfilm. Nein, eben nicht. Nicht, gar nicht. Na so, ich würde es vielleicht, also ich finde es einfach fantastisch, wie Herbert das angehen kann, weil er das so einbetten kann. In den geschichtlichen Kontext, ja. Nee, ich finde eben gerade, der Film ist so flach, dass er nur als Märchen gelesen werden kann. Und dann ist die Frage, was erzählt das Märchen? Was will das Märchen erzählen? Also eben ist es ein, was er ja auch vor, ist es einfach ein Zürcher Märchen. Wir Zürcher haben was ganz Wildes erlebt und keine Ahnung was. Also, und ich komme einfach immer wieder, ich habe keine andere Leseart gefunden, zu sagen, also diesem platten Märchen eine Bedeutung zuzuordnen. Ja. Und dann habe ich das mit den neuen Medien.
Und das finde ich geil. Ja, aber ich. Was ich nur interessant fand, dass er sagte, dass im Prinzip danach, bis zum Anfang also des 20. Jahrhunderts, also das heißt der Industrialisierung mit diesen ganzen ja, Seidenstickereien und was nicht alles, dass da eigentlich gar nichts hier mehr los war, dass der ganze Handel weggegangen ist, dass es auch das letzte Highlight war an kulturellen Input. Mhm. Und was mich noch auch noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob das der Film darstellt, wie ist es denn, sprechen die Mundart? Die müssen doch irgendwie so, ein, ja, so eine deutsche Mundart gesprochen haben, so Schweizerdeutsch. Und das muss doch auch anders gewesen sein, als das, was geschrieben worden ist. Ja, ja, eben. Also das wird ja sehr oft kritisiert, wie sie damit umgegangen sind. Also sie, wenn sie dann die Bibel zitieren, gehen sie so in ein komisches... Oh, ich finde das, mein Gott, man kann, also ich finde es eigentlich ganz sympathisch gelöst. Ja. Aber eben, dass man das als Historiker, weiß der Geier, was als Filmkritiker, also ich meine, wenn du keine Kritik anbringen kannst, warum bist du dann ein Filmkritiker oder so etwas? Also das finde ich wie nicht so, für mich sind das nicht so tolle Argumente. Okay. Aber er hat doch auch gepredigt, oder? Ja, ja. Und immer, und ich meine, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Menschen in der Zeit wirklich gebildet waren. Ja, und ich hätte gesagt, es sind vermutlich mehr Leute gebildet gewesen, als wir das gerne hätten. Ach so, okay. Also weil du in den Zünften hattest du ja dann doch wieder, also du hast es Hierarchien, die haben ihre Kinder auch, also sie haben vermutlich Protokolle und Abmachungen gemacht, Verträge doch auch, oder nicht? Also mussten ja dann doch Leute schreiben können. Ja, das stimmt, das wäre eine super Frage gewesen noch, wie wir uns die Bildungssituation vorstellen müssen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es ja auch viel eine ländliche Bevölkerung war. Weißt du, die Handel treiben, die dann hier in die Stadt gekommen sind, um ihre Sachen zu verkaufen. Spontan hätte ich jetzt gedacht, es ist vielleicht ähnlich wie heute. Im Moment arbeitet ja Ivan hier. Ja. Und der hat den Tisch da gemietet. Der ist Computerdoktor. Also da kommen den ganzen Tag kommen Leute rein mit ihrem Computer und so. Also ich stelle mir es ein bisschen vielleicht so vor. Also man kennt die Leute, die wissen, wie mit dem Zeugs umzugehen haben. Ja. Und dass die Leute damals auch schon Verträge gemacht haben. Und wenn sie es halt nicht selber schreiben konnten, ja, ich gehe ja auch zum Rechtsanwalt in bestimmten Fragen, oder? Also dann weiß ich halt, okay, jetzt muss ich zu jemandem gehen, der da mehr kann, aber ganz unerfahren bin ich nicht. Aber wenn es genau sein muss, dann doch lieber zu dem. Und eben der Computermensch kann noch ein paar Computersprachen mehr als ich. Ich stelle mir es dann irgendwie so vor. Ich kenne mich in dieser Zeit überhaupt nicht. Nicht so gut aus. Ja, ich müsste man echt wirklich nochmal schauen. Aber allein, wenn man durch Niederdorf geht, ist man ja schon leicht damit assoziiert mit dieser Zeit. Ne? Weil es ja auch noch was sowas Mittelalterliches hat. Oder Kultiviertes hat. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass ihr sagt, dass die Zeit so vielfältig und bunter gewesen sei. Die Städte seien bunter gewesen, weil die Städte, einzelne Städte hätten sich stärker unterschieden. Ja, ja. Und das scheint mir... Also noch ein... Ich habe irgendwie sowas... Ich muss jetzt einfach mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau zeitlich, ob das wirklich... Aber ich glaube, das passt auch in diese Zeit. Also die Straßen waren doch auch stark verschmutzt in dieser Zeit. Da sind die doch mit diesen Holzplateaus gegangen, um nicht in dem Schlamm stecken zu bleiben. Und es sind doch hier auch im Niederlande, also es gab ja so Schweinegassen, da sind die Schweine reingelaufen, hier mit so einem Wendepunkt am Ende, da haben die sich gedreht, weil man hatte ja nur diese WCs und Toiletten, die so an so Außenerkern hingen, wo das dann gleich runterfiel auf die Straße. Es muss ja auch schrecklich gestunken gerochen haben und. Was ja mit die Pest vermutlich. Und dabei ist es, ich weiß es jetzt nur so von St. Gallen mit der Pest. Mhm. Da ist es ja so, dass die jüdische Bevölkerung diese Pest so gut überlebt hat. Und dann ja davon, von den St. Gallener
dann letztendlich hingerichtet worden ist, weil die Juden aufgrund ihrer Verhaltensweisen und der Hygiene und der Sanitäts- andere hygienische Regeln. Genau, und deswegen haben die das so gut überlegt mit der Peste und die anderen nicht. Und man hat dann letztendlich der jüdischen und diesem jüdischen Straßenzug das nachgesagt, dass die Pestverursacher seien. Und hat sie dann, das ist das Bizarre der Geschichte, wirklich dann geköpft, also einfach exekutiert. Ja, das ist spannend. Also deshalb sage ich dann wieder, okay, diese Zwingli-Film ist platt, ist zu einfach, zu. Und also ähnlich wie der, wie hieß der andere Film über die Frauenbewegung, über das Frauenwahlrecht, wie hieß dieser Film? Die andere, es gab ja jetzt so ein paar so Filme, wo sie so wirklich so auf Publikum gehen und auf Mainstream und so. Und dann könntest du natürlich sagen, also sie erzählen die Geschichte im Appenzellerland, wie es zum Frauenstimmrecht gekommen ist. Ah ja, das habe ich gesehen, genau. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war. Von Samir da, seinem Dings da. Und dann kannst du sagen, eben, dort habe ich natürlich auch so kritisiert, zu sagen, ah, das ist zu flach, die Rolle der Frauen, alles viel zu flach. Aber es ermöglicht halt eben doch, gewisse Fragen aufzubringen. Und die Frage ist dann, welche? Gab es eigentlich gar keine Katholiken in Zürich? Und auch damals waren natürlich alle Katholiken, also das wäre ja dann Information, oder? Okay. Und dann beginnt es zu kippen und dann wurden sie ja später dann doch vertrieben. Und die kamen ja, glaube ich, erst wieder vor 100 Jahren zurück oder sowas, oder? Das ging dann ziemlich lange, war dann Zürich echt reformiert. Also da war es schwierig dann für die Katholiken. Deshalb gingen dann die Damen nach Baden. Also nicht nach Baden, aber sie gingen nach Baden. Ja, in dieser Kurve. Ja, genau. Und hatten dort Spaß, was sie in Zürich nicht haben durften und so. Also gut. An diesen Thermen, in diesen römischen. Ja, genau, weil Baden katholisch war. Ja. Hat es mehr Spaß gemacht. Ja, ich weiß es jetzt nur so mehr von Zürich, weiß ja nicht, aber von St. Gallen. Es ist ja so, dass sich in dem, das ist außenrum reformiert und innen der Kern, da bleibt dieses Kloster bestehen und mit der Bibliothek und allem drum und dran, das ist irgendwie ja auch nochmal interessant und wie das dann nebeneinander und eigentlich auch die Bestrebungen sind, die einen möchten, dass die Menschen in ihre Kirche kommen und die anderen eben in ihre Kapelle oder wie auch immer, also wie das dann auseinander. Wir waren auch im Zellerland ja noch einmal mit den zwei Kantonen, oder? Also Außerroden und Innerroden. Und Innerroden katholisch und so. Also das war schon eine wichtige Unterscheidung über eine lange Zeit hinweg, oder? Ja. Und ja, vermutlich auch recht inspirierend und befördernd, so dass man so in diese Konkurrenz stand. Keine Ahnung. Aber es sind ja immer noch so die innerschweizerischen Kantone eher katholisch gefärbt und die anderen eher protestantisch, ne? Oder reformiert, wenn man auch sagt. Ach ja, ich kenne mich in diesen religiösen Fragen nicht so aus und habe das jetzt der einfach nur verfolgt. Jo, und jetzt machen wir noch Supervision oder hören wir jetzt auf? Genau, was für eine Supervision denn? Ja, wir haben schon lange nicht mehr, also gut, wir haben schon bald wieder. Also wie geht das jetzt mit dem? Ich habe das so viele, wenn ich da Bildschirm freigebe, dann zeige ich immer wieder den Kalender und E-Mail und so ein super. Aber jetzt kann ich ja das machen. Wir sind ja immer noch online. Ja, natürlich. Also am Samstag. Das interessiert bestimmt gar keinen, was wir jetzt hier reden. Das machen wir da auch nicht, weil es jemand interessieren soll. Ach so. Also am Samstag bin ich in Bern, hä? Ich dachte in München. Nee, das ist Wikipedia-Atelier in Bern. Ah, okay. Und das finde ich deshalb spannend. Jetzt mache ich das doch so, dass ich Bildschirm teile. Na, dann kann ich da ja hinschauen. Genau, also wo sind wir jetzt? Also das ist jetzt, wo bin ich jetzt?
Nee, ich gehe jetzt zu Wikidienstag. Also, ich gehe jetzt zu Wikidienstag. Ne? Mhm. Jetzt sind wir wo? Da. Also, das ist am Samstag. Und wo ist jetzt das Dings? Da. Und die Themen am Wiki, das ist Wiki-Projekt-Atelier, mein Gott, was rede ich da? Das sind die Leute, die jetzt kommen. Bobo 11, extrem fleißig. Dann eben Lantus ist da, der dann jeweils kommen wird am ersten Dienstag im Monat. Und Hadi. Hadi ist sicher einer der erfahrensten Ateliermacher in der Schweiz und so. Also habe ich jetzt in dieser Zeit mitgenommen. Morgener kann leider nicht kommen. So, und hier habe ich ja daneben eingetragen, also das Wiki-Dienstag-Thema habe ich mal mit reingegeben, dass wir da noch einmal drüber reden können. Und dann hat dieser Beat Estermann die Wikidata-basierte Infobox und Listen in Wikipedia als Thema eingegeben. Das hat einige Diskussionen ausgelöst. Da bin ich gespannt. Das könnte auf jeden Fall ein Thema für uns werden, denke ich mir, für einen anderen Wiki-Dienstag, also einen Wikidata-Dienstag. Mhm. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ist eigentlich in Sachen Wikidata-basierte Infoboxen und Listen in der deutschsprachigen Wikipedia in der letzten Zeit etwas gelaufen? Hat jemand Lust, sich hier reinzuknien? Neben Infoboxen zu Personen und Schweizer Gemeinden würden sich wohl insbesondere auch Infoboxen zu Museen, Archiven und Bibliotheken sowie zu Kulturinstitutionen als erste Versuchsfelder anbieten. Aber das fände ich eigentlich ein super Thema für uns. Weil das wäre ja genau das Thema. Also wie kriegen wir jetzt diese Wikidata-Geschichten? Wie können wir uns da kundig machen, was da eigentlich läuft? Jetzt habe ich das geschnallt, ja. Also das wird Thema werden am Samstag, ja. Da freue ich mich drauf, kenne ich mich echt nicht aus. Finde ich aber, könnte super gut zu uns passen. Gut, und dann gehe ich jetzt noch einmal zu Wikidienstag. Also gut, das ist der Samstag. Hä? Aber was hast du denn hier eingegeben? Diskussion um 18.07 Uhr. Achso, das ist was ganz anderes. Wo bist du jetzt? Ich bin dann im 26. Januar 2019. Was hast du denn da zur Diskussion eingegeben? Also wenn du da, also obendran kommt ja einfach die Leute, die sich eintragen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das am richtigen Ort eingetragen, ob das Diskussionsseite wäre. Aber auf jeden Fall hat ja dann Estermann sein Thema, nicht Estermann, wie heißt der? Dein zweites Wunschmentorengesuch. Wo ist das? Das ist hier unter Benutzerdiskussion SMS 2 SMS. Unterschreiben. Jetzt bist du aber woanders. Jetzt bist du auf meiner Seite. Ja, jetzt habe ich deine Seite hast du nämlich damit verlinkt, weil hier guckst du, was ist dritter Punkt ist beim Atelier SMS 2. Ah, und wenn du auf Diskussion klickst. Wenn man auf Diskussion klickt, weil ich wollte wissen, was du da diskutieren möchtest, kommt dann diese Mentorengesuch. Ja, das war doch ein Witz. Aber es gibt, es ist manchmal schwierig, Witze zu machen. Ich habe da, wo ist das jetzt? Und das mit dem Archiv kenne ich eben auch nicht. Man kann ja dann solche Sachen wieder ins Archiv verschieben. Da, wie wird ein Archiv angelegt? Das muss ich dann auch mal lernen. Hast du ein Mentorengesuch gestellt? Nein, um Gottes Willen. Ja, warum nicht? Nein, ich stelle noch keins. Ich warte jetzt erstmal bis zum Wiki-Dienstag. Also Step by Step. Ich bin okay, da ganz, okay, ne? Okay. Nicht, dass ich da so durcheinander komme. Schönes eins nach dem anderen. Hier ist noch ein Archiv. Archiv durch. Ja, eben, aber ich weiß nicht. Also gut, aber das Step by Step, das mache ich langsam. Wie geht eigentlich, da ist, gibt's na, da warte Link. Ich jetzt auf Wiki-Dienstag. Da kannst du draufklicken, da kommt Hilfe, archivieren. Das ist genau erklärt. Scheiße, ja, ich weiß nicht, wie das geht. Also gut.
Da Diskussionsseiten mit der Zeit immer weiter wachsen und unübersichtlich werden, sollten diese ab einer gewissen Größe aufgeräumt oder archiviert werden. Ja, ja, ja. Also dann, also jetzt kannst du oben zum Beispiel WP eingehen, WP Doppelpunkt und dann Mentorenprogramm. Ja. Und dann dort auf die Diskussionsseite gehen. Und dann habe ich eben dort auch gefragt, ob das Mentorenprogramm Interesse haben könnte, bei Wikidienstag irgendwie, also so diese Beziehung zu machen. Und dann hat mir da eben auch so der eine, schau, jetzt hat es wieder eingetragen. Oh Mann, echt. Ich muss mal gucken, wo ist es im Artikel Mentorenprogramm? Das ja, ist bei Lumi. Wenn du gibst im Suchfeld WP, Doppelpunkt. Ach so, W. Also WP steht für Wikipedia, ja, Doppelpunkt und dann Mentorenprogramm. Habe ich Anleitung, kommt dann irgendwie aber nicht. Oh Gott. Was hast du denn da? Wikidienstag. Wikidach. Wenn du Interesse hast, dass sich Mentoren beteiligen, gilt es, deren Interesse zu wecken. Das sollte leichter sein, wenn man diese mitteilt, wofür sie dann Interesse haben sollten. Derzeit werden 238 neue Wikipedianer von 49 Mentoren betreut. 69 Mentoren stehen insgesamt noch zur Verfügung. Ach so, und dann stehen die hier unter der Kategorie Benutzer-Mentor. Da sind sie dann alphabetisch aufgelistet. Logograf wird doch gut passen. Das finde ich jetzt eben so lustig. Das ist ja interessant. Was? Da kannst du denn so ein, hier gibt es an einer Seite immer so ein Profil dieser Mentoren. Diese Person spricht Deutsch und Muttersprache, ist ein Administrator, schreibt Artikel, ist Mentor. Und über diese Person wurde ein Wikipedia-Artikel abgelegt. Oh, der ist aber schon alt, aus Schwaben. Jetzt habe ich es mal einfach kopiert. Oder ist das jetzt? Nee, ich finde das einfach so lustig. Ich meine, jetzt bist du auf dieser Diskussionsseite vom Mentorenprogramm. Ja. Es gibt genau zwei Einträge auf der Diskussionsseite. Also nein, das eine ist ja Iti. Die hat mich da super gut begleitet bei meinem Namenswechsel. Das war super. Also der, das ist seine. Ja. Und dann gibt es genau zwei Einträge. Das eine von mir mit Wikidienstag, diese Anfrage, können wir mal darüber reden, wie läuft das, wie läuft das Mentorenprogramm, wie man könnte ja darüber reden, zum Beispiel, wie sichert man die Qualität, und so. Genügt es, dass jemand einfach schon 10.000 Einträge gemacht hat, um ein Mentor zu werden, oder haben wir da noch andere Kriterien? Weißt du, man könnte ja über, Und das andere ist dieses Wikidach-Eintrag. Das gehört ja nun echt gar nicht hierher. Ne? Ich meine, das ist ja ein Veranstaltungshinweis, den bekommt man ja überall. Also da kann ich ja schauen, was macht die deutschsprachige Wikipedia, dann komme ich sofort auf die Wikidach-Dings. Mhm. Also das wird dann natürlich stehen gelassen bei den Mentoren. Keine Ahnung. Ich denke eigentlich, bei den Mentoren geht es um Leute, die sich gewohnt sind, in dieser Umgebung sich zu bewegen. Die kommen auch sonst auf das Zeug. Aber wenn ich dann etwas frage, dass jetzt zum zweiten Mal will der da das Zeugs weghaben. So, und jetzt ist die Frage, mache ich das noch einmal? Gehe ich jetzt da... Ich mache das jetzt.
Aber eben, das ist jetzt vielleicht schon wieder, man soll ja von guten Absichten ausgehen. Grenze von guten Absichten auszugehen. Fragen von Neulingen, das müsste ich anklicken. Vielleicht sollte man nicht so emotional sein. Ist das jetzt emotional? Man soll sich hier auch erst die Wikipedia-Starthilfe durchlesen und dann auch die häufig gestellten Fragen, FAQ, durchlesen. Und dann kannst du noch Wikipedia ausgucken und die Diskussionsseite, da ist es. Ah, ich muss sagen, archivieren. Kannst du archivieren? Ah, ich mache wieder alle. So. Gut. Also eben, also Lantus reden. Ich meine, das ist ja einfach auch langweilig. Also warum darf ich auf der Diskussionsseite nicht die Mentoren fragen, hat jemand von den Mentoren Interesse, um mit uns über das Mentorenprogramm zu reden? Warum darf ich das nicht fragen? Warum wird das innerhalb von 5 Tagen, das ging 7. Januar, 7. Januar bis 22. Januar. Das ist nicht einmal ein Monat dagestanden, hat er schon das Gefühl, ich muss es jetzt archivieren, es muss weg. Dann denke ich, ja, hallo, Schnabeltiertasse hat hier aber Hinweise gemacht. Okay. Aber hat sich auch keiner gemeldet? Doch, eben diese Schnabeltiertasse hat ja reagiert. Jetzt habe ich halt weiter gewartet. Und dann hat zuerst dieser WVB, Administrator, hat das archivieren wollen und jetzt kommt diese Tiki-Dings da, TK. Seit 2013 für Wikipedia tätig. Also ich meine, hallo. Und der da, aktuelle Admins 191. Seit 12 Jahren dabei. Das sagt eigentlich mein Ding. Ich weiß gar nicht, ab wann meine. Seit 5000. Die haben da schön. Also dieses Dings da. Das heißt, hast du jetzt mal dein Profilbild gemacht? Ja, ich habe da ein bisschen geschrieben, aber nicht, kein Bild dabei. Da, Quelltext. Ich klaue mir dann, das finde ich immer so lustig, da klaue ich mir diese Dinge da. Wo ist das jetzt? Alter in Jahren und Tagen. Ah, er hat das händisch eingegeben. Das ist hier. Okay. Number of admins, number of users. Naja, also gut. Das mache ich jetzt nicht nach. Aber wo sehe ich jetzt eigentlich, seit wann ich da mit dabei bin? Und dann weiß ich eben nicht, auf welche Zeit die zurückgehen. Ja, aber hier gibt es noch diese Seite, Kennenlernen der internen Abläufe, Beendigung des... Also gut. Wer ist denn dein Mentor? Ich kenne die gar nicht. Also ich kenne eigentlich nur... den einen, also mit dem hatte ich mal was zu tun, der DCB. Ja. Die anderen zwei habe ich eigentlich nicht zu tun. Und dann war eben IT.
Mit dem habe ich ganz intensiv dann mal was noch gemacht, da mit dem Namenswechsel. Okay. Aber den fand ich auch super gut. Der ist extrem zurückhaltend, aber wenn er dann was macht, hat es Hand und Fuß, das fand ich ziemlich sympathisch. Nee, wie Also hast du merkst schon du? mal die Seite gelesen, was Wikipedia nicht ist? Ja, genau. Die ist schön. Nein, ich finde die auch super gut, ja. Die ist keine Rohdatensammlung. Oh, schau hier. Oh, der hat da. Dieser Benutzer ist seit da. Ah, nein, eben, das habe ich ja auch. Stimmt. Den habe ich ja auch. Ich mag eben dieses grauslige Design. Ich mag das. Das. Ich bin seit 5000 Angemeldete und der ist erst seit 2000. Ho, 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 ho. Nee. Aber ich war halt einfach in dieser ersten Zeit ganz anders unterwegs. Da durfte man noch Theorie arbeiten. So, also gut. Was haben wir noch? Wikidienstag, schauen wir noch einmal die Termine an. Also das ist Bern. Ja. Und dann kommt noch einmal ein Wikidienstag, also noch kein richtiger, dem sage ich einfach üben für. Und dann kommt. Ah, eben. Vor dem ersten. Ah, und dann kommt Kickoff-Meeting mit Smart Setting. Da bin ich gespannt, wie wir die integrieren können, ob sich die da einlassen können. Und dann kommt eben zuerst erster Freitag im Monat. Siebter. Nein, erster. Fünfter. Was? Fünfter. 5. Februar 2020 ist der erste Wiki-Dienstag. Nein. 1. Februar Kastelbergernot. Ja. Ach so, okay. Erster Stimmt. Ah, da Februar. habe ich. Ja. 16 bis 18 Uhr. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ja. Und dort wäre ja dann eben noch, das fände ich noch lustig, dorthin zu gehen. Hast du das gesehen? Da kommt dann am Abend, also wir treffen uns ja wieder 16 bis 18, oder? Ja, korrekt. Das könnte man dazu schreiben. Warum ist das nicht dazu geschrieben? Wo, was nicht dazu? Steht doch dahinter. Nein, da. 16 bis 18 H. Und dann im Anschluss, jetzt habe ich es drin, und dann im Anschluss dieses Woman Edit. Und da könnte man hingehen. Hast du dir das angeschaut? Wenn du, ups. Aha. Muss man nochmal klicken. Es war Wikipedia-Editatoren Frauen und Literatur. Genau. Das ist es. Das ist es, genau. Das sind Facebook-Events. Die kenne ich überhaupt nicht. Die heißt Material. Kennst du die? Da können wir dort runterziehen, oder nicht? Wäre das nicht was? Das könnten wir machen, Oder? Dann schließen wir hier und gehen runter. Und dann habe ich, das könnte ich noch verlinken. Die haben irgendwo haben die, machen wir mal WP Woman Edit. ah, oui, ja. Ja, aber das sind die in Berlin. Es muss noch eine Schweizer Schwesterprojekte. Wikidata, Woman Edit in der Schweiz. Schau, hier haben sie es noch eingetragen. Das mache ich noch. Jawohl. Wo habe ich das jetzt? Woman Edit Schweiz. Ich mache jetzt mal CH.
Tschibum, tschibum, tschibum. Wo habe ich es jetzt? Hier. Da. Das finde ich wirklich der Hammer hier. SRF Ringier, Wikimedia CH. Ja, jetzt haben sie aber gebaut, das ist schön. Artikelentwurf, ja, das finde ich, ja, also das finde ich jetzt langsam besser. Hm? Mhm. Versionsgeschichte. Habi! Geil! Oh, das finde ich ja super. Schau mal, Bahnmöller. Oh, das finde ich jetzt aber geil. Und Lantus. Oh, geil. Gerade im Moment noch was anderes, aber jetzt kann ich da. Nee, nee. Also noch einmal. Was ist das für ein Löschantrag? Wird nicht gelöscht. Oh, sehr, sehr geil. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber was hat er jetzt? Oh, ich kann das gar nicht lesen. Was hat er jetzt gemacht, der Hadi? Eben, das wäre jetzt auch was Schönes, so mal mit Lantus durchzugehen. Wie lese ich jetzt so ein Teil? Verstehe ich nicht, was Hadi da gemacht hat. Und dann hat der Bahnmöller da Löschanträge gemacht. Okay, Bahnmöller hat Löschanträge gemacht. Okay, wer ist denn der Herr Bahnmöller? Das nächste Treffen ist ja auch am 6. Februar. Von wem? Von diesen Frauen für Wikipedia. Ah, echt? Nächste Treffen ist 6. Februar. Was ist 6.? Was ist das? 6. ist was? Da haben wir auch was. Oder was? Das weiß ich gar nicht. Nein, Dienstag ist 5. oder? 5. ja. Aber 6. ist der nächste, der Tag danach. Der Tag danach. Um eine Edite zu haben. Ja, genau. Das ist die SRF Ringier-Geschichte. Das finde ich so krass, weil die Ringier, das ist ja die Katja Murmann. Das ist die Chefredaktorin von Blick. Ja. Also ich meine, das ist Boulevard. Ja. Da gibt es nackte Frauen auf jeder zweiten Seite. Ja. Also die gibt, die verantwortet jeden Tag dieses Ding da. Und dann rettet sie Wikipedia. Okay. Eben, und was ich dann einfach, und jetzt kommt die Seite aber ziemlich gut, und was ich einfach dann kritisiere. Man soll sich beim Aufbau seiner Biografie an Simonetta Sommaruga orientieren. An der Website, ja. Geil, wo steht das? Unter Biografien hilfreiche Infos. Ah, hier. Ist überhaupt nicht irgendwie. Also das finde ich jetzt schön hier, so diese das, also ja, das ist ja einfach auch, ich habe mit solchen Seiten ziemlich Probleme, also ich werde da auch dann nicht. Das ist ja wirklich hier.
Erzähl. Ja, Florentin. Genau, wie ist das Blick? Florentina Walser. 60 neue Biografien, diese Frauen sind neu auf Wikipedia. Wo steht das? Ganz unten. Im Blick ist, steht das hier Artikel. Diese Frauen sind neu auf Wikipedia. Das ist gleich verlinkt mit dem Blickartikel. Okay. Ja. Welcome to Wiki. Aber das habe ich mir schon mal, irgendwann habe ich das schon mal angesehen. Ja, ich finde das ziemlich ärgerlich. Aber ist egal. Also jetzt, ich finde die, die Seite, also man. Es jetzt gibt auch eine Wikipedia Zürich. Hm? Es gibt auch eine Wikipedia. Ja, also das, wenn du wp.zh eingibst. Ja, auf Twitter habe ich. Ja, ist alles gleichzeitig. Auf Twitter auch. Nein, guck mal, du bist ja hier unter, bist du ja unter dem Women Edit genannt. Wo? Um Himmels Willen, das ist ja schlimm. Doch. Was, wo? Auf dieser Seite Wikipedia Diskussion Zürich. Ah. Also gut, das ist wp.zh. Diskussion Zürich. Und dann Diskussion. Ja, genau. Dort Zürich und dann bist du. Ja, bei Women Edit. Eben da habe ich dann mal gesagt. Dass, mich hat es einfach geärgert, dass sie keine Hinführung machen auf die Art und Weise, wie Wikipedia arbeitet. Und der Bahnmöller hat da auch, ja, genau. Also gut, aber auf jeden Fall, sie geben sich jetzt Mühe. Ich finde das gut, weil es geht ja irgendwie, es geht ja, das eine ist natürlich, dass sie Biografien reinfügt. Das ist ja super, ne? Das hätten sie ja seit 20 Jahren machen können. Finde ich ja gut. Mhm. Kommen sie jetzt damit und streiten da über Relevanzkriterien und so, die ich ja, da wäre ich ja die ganze Zeit dafür. Eben wenn die irgendwie sagen, ah, die ist nicht relevant und der ist nicht relevant, was der Teufel, das finde ich ja echt lächerlich. Wir haben ja keine Platzprobleme. Das ist ja genau der Punkt, wo ich natürlich toll finde, dass die da reingehen. Und auf der anderen Seite eben, wenn man jetzt oben noch einmal eingibt, WP Woman Edit, ja, und dann auf diese Berliner Seite kommt, dann siehst du einfach, ah, so macht man das. Ne? Also man zeigt, was man will, wo man sich trifft, wer dabei ist, wie man Artikeltraining macht, Ergebnisse, Schwesterprojekte, also boah, du siehst einfach sofort, so arbeitet man bei Wikipedia. Und das machen sie einfach gar nicht. Das weiß ich auch von Leuten, die dort gewesen sind. Es geht wirklich nur darum, eigentlich sehr machohaft einfach zu sagen, bam, wir haben sie drin. Ja. Das ist genau das, was sie dann den Männern vorwerfen. Also diese imaginierten alten weißen Cis-Männer. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, boah, seit 10 Jahren sind diese alten, dicken Männer ja nur noch am Wikipedia pflegen. Diese 2 Millionen Artikel sind ja da und geben einem Schweinearbeit, dass die einigermaßen seriös bleiben. Ne? Mhm. Also die machen ja alle Hausfrauenarbeit, wenn du schon so schemenhaft reden willst. Wir sind am Putzen, am Aufräumen, am Mist wegräumen und so. Also und dann kommt die Chefredaktorin von Boulevard, jeden Tag nackte Frauen abdruckt und hilft mal der Wikipedia ein bisschen frauenfreundlicher zu werden. Also, ich ärgere das. Aber ich habe gesehen, sie gaben sich Mühe und es ist am Arbeiten und das finde ich ganz okay dann. Gut. Also was noch? Wo sind wir? Ich gehe jetzt noch mal zu Wiki Dienstag. Eben, dann haben wir also diesen ersten Freitag im Monat und dann gehen wir zu diesen anderen, zum Literatur und dann kommt der 5. Februar und dann geht's los. Ah, eben, das könnte ich jetzt einmal noch eintragen. Was haben wir jetzt vorher gemacht? Archive erstellen. Archiv. Erstellen, Versionsgeschichte, Geschichten lesen, lernen. Also solches Zeug würde mich da. Hast du da auch schon mal was eingetragen? Nein. Gut, aber hier hast du das ja auch eingetragen noch mit dem Wiki-Dienstag. Aber irgendwann brauchen wir dann eine Struktur, oder nicht? Also wie
wie zeigen wir, an welchen Themen wir arbeiten und also so wie das dargestellt. Hey, hast du das gesehen mit Trello? Nein, eben, also im Moment kommen natürlich viele solche Tools rein, wo man arbeiten könnte. Aber es wäre natürlich schon sinnvoll, wir bleiben in der Wikipedia-Umgebung, oder? Aber irgendwie kann man das schöner darstellen. Diesen ganzen Workflow, ich habe es noch nicht. Okay. Und dann eben 6. März ist ein Datum und dann 23.14. nach Nürnberg rasen, wäre das nicht schön? Nicht wirklich. Ich sprühe vor Begeisterung. Ich merke ja auch, ich stehe ja gar nicht auf diese Face-to-Face-Treffen. Die Frage wäre doch, wie man ohne Face-to-Face-Treffen, oder? An diesem Zeugs arbeiten kann. Genau. Und gleichzeitig so. Und dann wäre die GV. Ah ja, das habe ich eben auch irgendwo gesehen mit der GV. Ist das jetzt angekündigt? Ja, das war ja angekündigt. Ah, ich habe es eben nicht gesehen. Ich habe es gerade wieder weggemacht. Warte mal, vielleicht finde ich es noch schnell. Da ist es, auf der Homepage ist es immer noch nicht. Muss ich Lantus fragen? Außerordentlich, nee, das war eine außerordentliche. Ja, das war die außerordentliche. Da bin ich ja nicht reingekommen. War ich angemeldet? Genau, und bin ich reingekommen? Da steht ja. Am 10.08.2000. Warum hast du das jetzt wieder? Wo findest du das Zeug immer so schnell? Das ist alles unter Wikipedia Diskussion Doppelpunkt Zürich. Oh, schön. Da, Doppelpunkt Zürich und dann runterscrollen. Und ganz, ganz unten das allerletzte ist das außerordentliche GV. Siehst du? Ja, und dann hat es aufgehört. Aber das finde ich einfach schon komisch. Also wenn ich ein Verein wäre und ich habe Vereinsmitglieder, die dabei sein wollten und nicht reingekommen sind und so. Also irgendwann stellt sich dann schon die Frage, was sind wir jetzt für ein Verein? Also das finde ich schon ein bisschen, ich finde, da müsste man schon ein bisschen besser schauen. Und also die Frage würde ich eben gerne an der GV eingeben. Und die andere Frage wäre eben das mit als Woman Edit Dings und so. Woran kann ich als Vereinsmitglied erkennen, dass die Wikimedia Schweiz auch Wikipedia ähnlich arbeitet? Oder? Also warum kann jetzt ein Vorstandsmitglied das Logo vom Verein mitnehmen und etwas total Anti-Wikipedia-Zeugs durchziehen? Ja. Das finde ich ärgerlich. Also die zwei Fragen hätte ich gerne gemacht. Oh, jetzt bin ich da wieder. Siehst du, jetzt, das ist genau dieser Fehler, dass ich da... Tschibum. Also ganz ehrlich gesagt, etwa so stelle ich mir dann Wikidienstag vor. So wie wir es jetzt gerade machen. Das ist doch, also ich meine, ich finde sowas wirklich diskussionswürdig, so ein Satz. Nun, es ist historische Tatsache, dass es viel weniger Frauen gab, deren Biografie bekannt ist und dies gilt auch heute noch. Viele in vielen Kulturen und Ländern, Frauen kaum in der Lage sind, Großartiges zu leisten.
echt. Ja, steht hier. Scheiße. Wo? Den Anlass finden Sie begrüßenswert. Gewisse Äußerungen, wie die eben zitierte, aber daneben unreflektiert. Zudem ist nicht die Schuld des modernen emanzipierten Mannes, dass nur 10% moderne emanzipierte Frauen mitarbeiten. Klammer auf. Woher die Zahl kommt, würde mich gerne interessieren. Ganz abgesehen davon, dass viele Männer sich für Frauenthemen interessieren. Oder möchte da jemand behaupten, alle Frauenartikel wären ausschließlich von Frauen geschrieben worden? Fragezeichen. Mhm. Also das heißt, es wird auch noch unterstellt, dass Artikel von Männern, also Frauenartikel von Männern geschrieben worden seien. Mhm. Das steht unter, genau da. Das ja, ist ja. Genau. Al-Kamar, oh mein Gott. Al-Kamar, es freut mich auch so, ist das Wikimedia Deutsche, dann gibt es was, nein, ne? Alemannische Wikipedia mit dem Zählerpreis, okay. Ja, ja, du, eben, also du hast halt dann wirklich, Also gut, man sieht ja hier einfach auch, wo, also Diskussionen führen auf Wikipedia. Das hat übrigens Bascha, Das hätte ich ja eben, oder das würde ich ja auch toll finden, wenn wir das mal am Stammtisch, den es ja nicht mehr gibt, aber im Kasselberger Not gleich diskutieren, weil letztendlich, also auch diese Darstellung der Biografie, des Stammbaums, ist ja immer sehr männerlastig. Das ist aber ja kulturell als Kompensation zu sehen. Während die Frau ja biologisch, genetisch den größeren Teil macht, dass die Stammbäume eben offiziell eben so männerlastig sind oder eben nach dem Vater orientiert sind. Aber man könnte ja sowas irgendwie mal reflektieren. Also ich finde, außerdem, was heißt das? Es muss ich die Biografie selber schreiben, dann ist es ja eine Autobiografie. Mhm. Oder schreibt die jemand anders für mich? Aber warum werden denn so wenig Biografien geschrieben? Weil doch auch diese ganze Biografiegeschichte im Zuge dieser Autofiktionssachen doch sehr fragwürdig ist. Also was wird hervorgehoben? Was schreibt man? Was ist denn großartig? Also was für dich großartig an mir sein kann, kann für mich ja total, also gerade etwas sein, was ich überhaupt nicht weder dargestellt haben möchte, noch erzählt haben möchte, noch gesehen haben möchte, noch sonst irgendetwas. Ja, genau, diese gleiche Diskussion gab es jetzt gerade hier. Wie komme ich jetzt dorthin? Wikidienstag, wo ist das Atelier in Bern? Hier. Da ging es um diese Boxen, eben die, was Estermann einbringen will, eben dass man so diese Boxen, Wiki-Info-Boxen macht, wo dann das Wichtige drinsteht. Ja. Und dann kommt eben da dieser Anbu Ku, hat sich dann ziemlich geärgert und hat dann eben so gesagt, ja, also was ist denn jetzt das Wichtige? Genau. Die Einwohnerzahl der Stadt Zürich ist wichtig für dich? Ja, okay, ist interessant, dass du das wichtig findest. Ist mir völlig wurscht. Ne? Ja. Also, weil ich sehe ja sowieso nicht, wo die Stadtgrenze ist und so. Aber die Durchschnittstemperatur von Zürich, die interessiert mich. So, ja. Sagt er dann oder so. Ja, solche Themen hast du natürlich die ganze Zeit. Wie kriegt man das gebacken? Und bei den Biografien natürlich sowieso. Wir haben bei den Biografien, die sind einfach auch vorgegeben durch irgendwie so die harten Daten, die es halt gibt, diese faktischen Sachen, die eben institutionell dokumentiert sind, durch die ganzen Behörden, Urkunden, Dokumente und so weiter. Aber dann gibt es ja eben auch diese ganzen weichen Daten einer Biografie. Wie wird damit umgegangen? Ja, genau. Also das sind ja schöne... Und es gibt ja immer, also ich meine, wenn man jetzt hier so schreibt, Großartiges zu lassen, da kommt mir dann immer gerade so eine Biografie wie Rosa Luxemburg in den Sinn, oder? Ja, gut, ja, weißt das du, ist wenn, ja jetzt wenn das dann der Standard ist, das kann es ja nicht sein. Nee, das kann es ja nicht sein. Die habe ich jetzt genommen, weil die auch, eben auch eine Zeit lang in Zürich war und hier ja auch studiert hat. Aber man könnte dann ja auch fragen, in Zürich, es ist einer der ältesten Universitäten im europäischen Raum, wo Frauen schon sehr früh die Zulassung hatten, also studieren durften, warum ist es dort nicht irgendwie
unterstützt worden, forciert worden? Gibt es da irgendwie spezielle Sachen, die abgelegt sind? Das könnte man ja auch nochmal recherchieren oder gerade diese Frauen fragen, oder der, ja, wie das so verlinkt ist mit der Geschichte. Weil es gibt ja schon sehr viele Frauen, die sich auch sehr hervorgetan haben, die hier in Zürich studiert haben und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Großartiges geleistet haben. Ja, natürlich. Also ich halte das ja sowieso ab unter diesem Titel Relevanzkriterien. Und dann könnte man ja sagen, relevant, das ist ja das Riesenproblem der deutschsprachigen Wikipedia. Ja. Dass relevant ist ja, so argumentieren sie ja dann, diese AKMAR-Typen, wenn es in der Zeitung gestanden hat. Also im Moment wäre es eigentlich so, also wenn diese Wikimedia oder diese Woman Edit Chefredaktorinnen etwas machen wollten, dann müssten sie ja möglichst viele Frauenbiografien in die Zeitung drucken. Damit sie dann in Wikipedia sind. Und dann wäre irgendwo ein alter, dicker, weißer Mann, der das dann ganz gläubig abtippen würde, oder? Davon könnte ausgegangen werden. Das ist ja das ganze Problem. Also ich sehe das ja eigentlich ein Problem, dass diese Relevanzkriterien an Massenmedien geknüpft worden sind. Und dann würde ich sagen, dann bildet sich halt eben in der deutschsprachigen Wikipedia einfach ab, wer dann in Massenmedien dokumentiert wird. Und das sind offenbar und ganz offensichtlich weniger Frauen. Oder? Und dann hast du ja eigentlich wieder diese Tradition von, ja, wer hat denn jetzt was Großartiges geleistet? Aber das ist ja doch wieder das, das ist die Qualität oder die Relevanz wird ja summiert, also macht sich an der Summe fest. Das heißt, je mehr ich in den Massenmedien Artikel habe, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Wikipedia erwähnt werde. Ja, ja. Und dann noch überregional und so, je nachdem. Aber es kommt ja darauf an. Aber es gibt doch zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, es gibt doch Professorinnen, die haben super tolle Artikel geschrieben und die sind noch nicht einmal in irgendwelchen Massenmedien gestanden. Darüber wird ja gar nicht gesprochen. Ja. Und dann sind die gar nicht Wikipedia relevant. Die haben da aber doch in Wissenschaftsverlagen publiziert und so, das gilt doch. Gut, und ich würde sagen, warum soll die Frau, die in Amriswil über 30 Jahre die Vogelhäuschen gepflegt hat in freiwilligen Arbeit und im Sommer und im Herbst durch die ganze Landschaft geht und hunderte von solchen Vogelkästchen säubert und weiß Teufel, was man da machen muss und so. Die ist dorfbekannt, wunderbare Frau, weiß ich gar nicht. Warum soll die nicht auf Wikipedia sein? Warum soll ein Dorf nicht eintragen? Da haben wir eine wirklich durchgeknallte Frau, die kümmert sich um die Vögelchen und so, oder? Warum ist das nicht relevant? Und also sehe ich gar kein Problem. Also eben noch einmal, ich habe ja kein Platzproblem. Warum soll ich die nicht aufführen dürfen? Man unterstellt damit ja auch, ich gehe jetzt einfach springen einmal weiter, man unterstellt damit ja auch dem Leser nicht sehr viel Kompetenz. Das heißt, dass der Leser ja nicht entscheiden kann, was relevant ist oder nicht. Warum stellt man es nicht alles rauf und dann kann ich doch als Leser entscheiden, ob ich das relevant finde oder nicht. Denn wenn ich es lese, habe ich ja mindestens schon mal die Kompetenz, ich kann es lesen, dann kann ich mir auch eine Meinung bilden, wie ich es finde. Ich muss es ja nicht vorgekaut haben. Genau. Also ich hätte damit überhaupt keine Probleme. Ich hätte auch keine Probleme, wenn du hingehst und jetzt deinen Eintrag über dich machst. Warum denn nicht? Da kommt ja dann irgendwann jemand daher und sagt, hey, das ist Werbung, das ist Werbung und so. Dann finde ich ja das gut. Dann müsste ich sagen, ja, ist doch super. Ja. Dann entwickelt sich halt dort eine Biografie, die stärker auf etwas anderes geht, als auf, dass du dich gerade anpreist, dass du die beste, also geile Maß bist, oder? Genau. Das finde ich, habe gar kein Problem. Das kann sich ja, sollte sich doch entwickeln. Ja. Also eben, aber das, die amerikanische oder die englischsprachige Wikipedia hat da viel weniger Probleme mit. Aber die haben grundsätzlich auch viel weniger Probleme mit Forschung, mit Wissenschaft und da kannst du, wenn du da was falsch gemacht hast, dann sagst du, da habe ich mich vertan und gut ist und nächstes Mal mache ich es besser. Ja. Und wir
Das Deutsche ist dazu akribisch. Das heißt, ja. Das muss, wenn das schwarz auf weiß ist, dann muss das 100-mal abgesichert sein. Und wir haben eben dieses mit dem großartig und der Höhe und dem, das muss herausragend sein, ja. Und das muss erhaben sein und das muss irgendwie leuchtturmartig über das andere hinwegstrahlen. Wir haben da eine andere, ein anderes Verständnis. Und dort wird es aber dann eben auch so hörig. Sag ich jetzt mal, also so Hierarchie, dass wenn es dann eben jetzt, so hat sich dann ja verkrustet, wenn es dann in der Zeitung steht, dann wird diese Sekundärliteratur geschafft, dann ist es relevant geworden, dann haben die professionellen Journalisten das ausgewählt und erkoren als relevant und so. Und dann darf es in die Wikipedia und dann muss es sogar in die Wikipedia. Da hat man ja diese anderen Themen dann. Also da steht einmal von diesem Spitzenfußballer der Wohnort. Ja. Und dann kommt er immer wieder rein. Auch wenn dann, das war so ein Thema da in Wien, auch wenn die Fußballfamilie, also diese dann gestalkt werden. Ja. Und die Kinder fotografiert werden von diesen Stars und so. Und dann möchten diese Stars haben, das könnte man nicht einfach reinschreiben, ich lebe in der Nähe von München und nicht im Quartier so und so und so. Aber dann kommen sie und sagen, nein, es ist in der Zeitung gestanden, das ist jetzt wahr und wirklich und das ist jetzt relevant, das ist auch wichtig. Ja, ich stelle jetzt meinen Computer aus und mache mich mal auf den Nachhauseweg. Aber das meine ich, so könnte ich mir... Ich habe aber auch ein bisschen das Problem, ich kann das noch gar nicht richtig, ich meine, das hört sich jetzt alles so ein bisschen krittelig an und vielleicht auch kritisch und so, letztendlich weiß ich, kann ich das gar nicht beurteilen, ich habe es jetzt so punktuell gelesen, ja, ich kenne das Ganze gar nicht, vielleicht kann Landus es an diesem Wikidienstag auch mal irgendwie wie so ein, weißt du, so ein... Wie das Organ so zusammenhängt, wie die kleinen Systeme funktionieren. Ja, er hat einfach mehr Erfahrung, aber das Ganze sieht er ja auch nicht. Okay. Oder nicht? Ja. Also ich meine, er wird auch seine Themen haben und vielleicht hat er noch bessere Tools, vielleicht hat er noch bessere Statistiken und so. Aber am Ende, ich meine, wenn du jetzt eine Änderung machst, dann ist sie halt eben drin, oder? Also. Ja. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich da Änderungen großartig mache oder machen werde. Ich werde einfach sehen, schauen. Ja, ja. Aber es ist schon, es ist schon auffällig, dass sie da nicht weiter darauf geantwortet haben oder dass es irgendwie wieder abbricht im November, ne? Aber was ich dann doch wieder schön finde, dass sich jetzt diese Seite von Woman Edit Zürich, ja, also von Muriel und so, ja, also dass sich jetzt sie doch geändert hat, oder? Ja. Also sie beginnen jetzt doch darauf zu reagieren und zeigen, wo sie arbeiten, an wem sie arbeiten, dass sie Tipps einpflegen. Also sie kommen jetzt doch in diese Nähe und gehen also nicht dieses heroische, einfache Rangehen, hier haben wir die Biografie, die hauen wir jetzt da rein und so. Und dass sie wirklich in diesen Prozess reingehen, wie solche Texte entstehen. Das finde ich ein Fortschritt oder eine gute Entwicklung, dass daran Wikipedia ersichtlich wird, wie es funktioniert. Dann finde ich, okay, es gibt halt hinten blöde Kommentare, aber es geht in eine sinnvolle Richtung weiter. Das finde ich eigentlich okay. Sollen wir noch in die Kamera winken oder brauchen wir das nicht? Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Oh. Üben für Wikidienstag. Ja. Tschabum. Und tschüss. Hier.